Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Jaular muss sterben. Die bekommt ihr automatisch, sobald ihr die Vorquest abgegeben habt. Und zwar im Rotkammgebirge. In diesem Gebiet. Ich befinde mich aktuell in diesen Höhlen hier, Rotbahnhöhlen. Und die Vorquest war, sie werden schlauer. Die konnte man über so ein Pop-up-Fenster abgeben. Und wenn man das macht, bekommt man automatisch diese Quest. Dann zeige ich euch, wo diese Jaulauf zu finden ist und diese Invasionspläne. Damit ihr auch mit Leichtigkeit diese Quest bewältigen könnt. Hier ein bisschen durchkämpfen. Ich nehme übrigens die Quest auf während des Addons Dragonfly. Da wurde angekündigt, dass Kataklysm klassisch erscheint. Ich hoffe, dass da alles wunderbar funktioniert. Mit meinem Video als Guide. Schaut mal, hier ist Jaular. Normalerweise sollten hier keine weiteren Mobs sein, falls doch Einzelpullen und töten. Hier auch die Map. Hier müsst ihr hin. Und diesen Jaular besiegen. Und diese Invasionspläne. Ich habe schon eine Idee, wo es die gibt. Und zwar müsste es so sein, dass man die von Jaular looten muss. Schauen wir mal. Finden wir es gemeinsam aus. Ja, da waren sie. Und jetzt müsst ihr zum Quest abgeben, zu einem NPC anscheinend laufen. Die Quest ist nicht mehr über das Pop-up-Fenster abzugeben. Müsst ihr zum NPC laufen. Alles klar, mach mal. Ich zeige euch, wo ihr hin müsst. Hier kann man normalerweise ganz leicht nach unten laufen. Eine kleine Abkürzung. Jetzt dürfen wir ins Rathaus hineinlaufen von Seenhain. Und hier bin ich. Seid gegrüßt. Quest ist abzugeben bei Magistrat Solomon. Im Rotkammgebirge an dieser Stelle. Ihr habt ja meinen Weg verfolgt, hoffentlich. Grüße. Ich hoffe, dass euch mein Video geholfen hat. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr mich auch da besucht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.